Alle die pochen natürlich auf eine baldige Öffnung und eine Rückkehr zur quasi Normalität, wobei Normalität unter Anführungsstrichen steht. Wenn es kommt, wie kommt es denn dann? Naja, zuerst muss ich mal sagen, zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Zum einen verstehe ich natürlich die Kollegen in der Gastronomie, dass die sagen, nach dieser langen Lockdown-Phase jetzt, wir können nicht mehr. Wir sind an unsere Grenzen angelangt. Das muss man ja auch wirklich einmal so sehen. Vieles, was derzeit in der Gastronomie passiert, ich vergleiche das gerne mit der Prohibition, ist ja spielt sich im illegalen Bereich mittlerweile ab. Das heißt, vorne ist zu und hinten im Hof oder unten im Keller ist offen. Und da wird gefeiert und so weiter. Also Klopfzeichen. Hunderte Male mittlerweile in Wien und Klopfzeichen und dergleichen. Und dort passt man ja erst recht nicht auf und trägt schon gar keine Maske und ist auch nicht getestet und so weiter. Also diese Illegalität, die wird, wenn jetzt nicht aufgemacht wird, noch stärker werden, weil einfach sehr, sehr viele Menschen auch nicht mehr wollen. Ja? Also wir haben eine völlig andere Situation als vor einem Jahr, wo jeder Staat im ersten Lockdown vor Angst und Sorge war und jede Maßnahme, die verkündet wurde von der Bundesregierung, auch befolgt hat. Heute gibt es so etwas schon wie einen ziemlichen Ungehorsam, unter Anführungszeichen, oft auch wieder besseren Wissens. Denn das zweite Herz in meiner Brust ist natürlich schon, wir haben heute die Sorge vor höheren Zahlen. Wir haben heute eine Zahl, die ist, glaube ich, über 2000 wieder von Neuinfizierten. Jetzt bin ich schon lange davon weggekommen, permanent auf die neu infizierte Zahl zu starren oder auf die Inzidenzzahl zu starren, weil auf der einen oder anderen Seite haben wir ja Gott sei Dank in den Spitälern durch die Impfungen der vulnerablen kritischen Gruppen eine Entspannung vorliegend, wo wir jetzt sagen, wir haben jetzt vielleicht 15-20% maximal überhaupt, wenn überhaupt auf den Intensivstationen liegen und dergleichen. Nur wir wissen auch, wie schnell es gehen kann. Und deshalb warne ich davor, dass das alles schon klar ist. Die Bundesregierung hat gesagt, 1. März ist der D-Day. Da wird entschieden, sperren wir auf oder erlauben wir ab dem 15. März, dieses Datum ist also jetzt im Raum, wieder die Gastronomie zu besuchen mit allen strengen Auflagen, Tests und dergleichen. Auch ein Fortschritt, dass die Gastronomen, die ja noch vor ein paar Wochen gesagt haben, wir werden sicher nicht die Tests da kontrollieren. Das tut natürlich jetzt jeder gerne kontrollieren, wenn er nur aufsperren darf. Also auch so schnell ändern sich hier die Realitäten und die Einschätzungen. Aber fix ist es nicht. Also für mich ist es nicht fix. Umso wichtiger ist aber morgen dieser Gipfel, wo man ja nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite beleuchten wird müssen. Also was ist der Plan B? Wir reden jetzt vom Plan A, dass wir am 15. aufsperren können, aber was ist der Plan B? Was ist, wenn wir am 15. nicht aufsperren? Sperren wir dann zu Ostern auf oder erst nach Ostern? Oder auf was muss ich hier die Gastronomie und mit ihr 250.000 Menschen, die in der Gastronomie und Hotellerie tätig sind, einstellen? Hätte man da von vornherein kein Datum, sondern eine Zahl angeben müssen oder irgendein Richtwert, sei es die Spitalsauslastung, sei es die Neuinfektionen, sei es die Inzidenz, wie auch immer, dass jeder weiß, okay, wenn die Inzidenz, wenn die Zahl, wenn die Spitalsauslastung dort steht, dann können wir, und wenn nicht, dann können wir eben nicht öffnen, dann weiß auch jeder Bescheid, so wie wir es jetzt haben. Vorlaufzeit für die Gastronomie und Hotelleriebetriebe etc. natürlich klar verständlich, aber was am 1. Mai beschlossen ist, kann sich ja zumindest auch in den zwei Wochen danach und wie schnell es gehen kann, haben wir gerade gemerkt, noch einmal ändern und dann steht man womöglich mit allen Öffnungsvorbereitungen am 14. da und erfährt morgen 15. doch nicht. Ja, aber Sie sprechen jetzt den heikelsten Punkt überhaupt an. Wahrscheinlich in der ganzen Krise und auch das größte Problem, das diese Regierung hat in der Bewältigung der Krise. Diese Krise, dieses Virus ist nicht berechenbar. Das haben wir jetzt immer und immer wieder gesehen. Wir haben gedacht, nach dem Sommer, wir sind über den Berg, dann haben wir zwei Wochen zu spät den nächsten Lockdown sind wir angegangen. Wissen wir alles in der retrospektiven Betrachtung. Also wenn du den Blick zurück machst, ist alles leicht. Ja, da kann man alles sagen, das hätten wir da besser machen müssen, da besser machen. Jetzt in der aktuellen Phase zu sagen, schaue ich nur auf die Inzidenzzahl, wird zu wenig sein. Schaue ich auf die Neuinfektionen, schaue ich auf die Belegungskapazitäten in den Spitälern, wird zu wenig sein. Man muss ja dem entgegenhalten, wir haben jetzt bald 500 oder 550.000 Geimpfte und Menschen, die auch schon Corona hatten. Das heißt, wir reden wahrscheinlich von 800.000, 900.000 Menschen in Österreich, die eigentlich immun sind. Das ist ja eine völlig andere Situation. Kommen, oder? So wie in Israel. Naja, das ist das nächste Thema. Ja, also da
habe ich mir auch. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Pass wie in Israel. Super Shitstorm in den sozialen Medien. Haben auch wieder lauter Experten, die sagen, das ist ja völlig undemokratisch und wie kommen die einen dazu, dass die schon einen Pass haben und wie kommen die anderen dazu, die noch nicht einmal eine Impfung angeboten haben. Auch richtig. Aber wie sollst du es bewältigen? Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, egal wie du es machst, es ist falsch. Also wenn am 1. März jetzt die Bundesregierung sagt, wir sperren auf am 15., garantiere ich 50% in diesem Land werden schreien, um Gottes Willen, ihr könnt ja nur, die Zahlen steigen doch gerade, was ist das für eine Verantwortungslosigkeit und so weiter. Sperrst du nicht auf, sagst du nein, wir sind vorsichtig und wir warten noch ab, schreien natürlich Gastronomie und Mitarbeiter und auch Gäste wie ich, also ich möchte auch gerne wieder ins Gasthaus gehen. Warum? Ja? Und übertreiben wir nicht nur. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Situation und ich will jetzt nicht werben, wie arm die Regierung ist und so weiter. Ich möchte nur nicht in ihrer Situation sein. Regionale Unterschiede kommen immer wieder hoch und sind immer wieder Teil des Diskurses. Wäre das für die Gastronomie denkbar, dass mit 15. nicht alle, sondern nur Teile in Bezirken, die eben gerade besser dastehen als andere oder tatsächlich gut dastehen, öffnen dürfen? Oder gibt es eine Öffnung, wenn dann für alle und wenn nicht, auch für alle nicht? Naja, das wäre schon eine Möglichkeit. Das würde man mit der von Ihnen schon nachgefragten Zahl, mit der kritischen Zahl in Vereinbarung zu bringen sein. Wenn man sagt, also wenn ich jetzt eine Inzidenz habe, die unter 130 ist oder unter 120 und ich habe regionale Unterschiede, und wir haben ja enorme regionale Unterschiede. Nicht? Irgendwo gibt es einen Cluster, glaube ich, heute wieder Meierhofen oder so, da wird wieder alles ganz schlimm und dann gibt es ja wieder Bezirke, Hermagor, ja, meine nähere Heimat, also dann gibt es aber auch wieder Bezirke, die sind super unterwegs und die sagen sich natürlich, warum sind wir da mitgefangen? Also ich glaube, das, was man ja schon vor längerer Zeit beschlossen hat, dass man bundesländerweise bestimmte Entscheidungen individuell treffen kann, sollte man durchaus auch bezirksweise jetzt einmal andenken. Und das wäre mit einer partiellen testgastronomischen Öffnung durchaus vereinbar. Man könnte also sagen, die besonders gut unterwegs sind, die sollen jetzt einmal aufsperren und dann schauen wir mal, was passiert. Ich glaube ja, ich glaube, dass die Gefahr, sich in der Gastronomie zu infizieren, ja viel geringer ist als bei allen anderen privaten oder sonst anderen Zusammenkünften, weil jeder Wirt wird wahnsinnig darauf bedacht sein, seine Gäste zu schützen. Er wird wahnsinnig darauf bedacht sein, dass die Tests gemacht werden, vor der Tür oder mit einem Testzeugnis, die Leute kommen und so weiter. Dass nicht mehr wie 4 Leute am Tisch sitzen und. Die stehen ja unter Beobachtung. Also ich habe hier einen ganz geregelten Zugang. Und eine geregelte Vorgangsweise. Und deshalb glaube ich, es würde ja dann auch noch mehr getestet werden von jenen Menschen, die zum Wirt gehen. Das ist ja sozusagen ein Anreiz zur Testung. Und wenn wir eh schon mittlerweile Testweltmeister sind, da sind wir, glaube ich, schon in Österreich, dann können wir nur ein bisschen mehr testen und dann fischen wir noch mehr Positive heraus und die anderen können sich wieder dem normalen Leben nähern. Und ich glaube, das ist überhaupt der Schlusssatz endgültig. Wir müssen lernen, anders mit diesem Virus umzugehen und mit diesem Virus zu leben. Wir werden es nicht so schnell los sein. Und am Ende hätten wir uns den ganzen Zinnober ersparen können, hätten wir ordentlich Impfstoffe gekauft, so wie die Israelis, dann wäre es bald durch, oder? Jetzt machen sie natürlich die Büchse der Pandora auf. Ja? Und da sage ich jetzt nicht, etwas gemacht wie der Orban, weil da bist du dann in einer anderen Schichtsturm wieder ausgesetzt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind halt auch in einer Welt der Vorurteile. Ich habe gestern mit einem Diplomaten aus Dubai geredet, der hat gesagt, die Menschen in Dubai können sich die Impfstoffe aussuchen. Sie haben den chinesischen, sie haben den russischen, sie haben natürlich die gängigen, die wir haben, AstraZeneca und BioNTech. Wir haben halt nur AstraZeneca und BioNTech und ein bisschen moderner, aber wir haben noch keinen Sputnik, wir haben noch keine Chinesen. Also ja, vielleicht passiert das demnächst. Als Falstaff-Herausgeber sind Sie ein ausgezeichneter Kenner der Gastronomiebranche. Was denken Sie, was wird bleiben nach der Corona-Krise und was wird anders? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das eine, was anders sein wird, wir werden alles viel mehr genießen, als wir es je vorher genossen haben. Das ins Gasthaus gehen, ins Beisel gehen, im Kaffeehaus zusammensitzen, was für uns alles selbstverständlich zu unserem Leben gehörte. Wir haben es jetzt ein Jahr mehr oder weniger nicht gehabt, mit kurzer Unterbrechung im Sommer. Wir werden das wieder so genießen, was im Leben ja generell in der Betrachtung nicht schlecht ist. Ja, wenn man die Dinge wieder mehr zu schätzen lernt und genießen lernt.
Was anders sein wird, ist wir werden generell, glaube ich, einfach vorsichtiger mit allem umgehen. Und auch das hätte in der Langzeitwirkung einen positiven Effekt, denn wie wir gehört haben, die Grippe ist quasi ausgerottet. Sie ist ausgerottet, weil wir alle Maske tragen, weil wir Abstände halten, weil wir den anderen nicht anhusten, weil wir uns öfter die Hände waschen. Das sollte bleiben. Ich glaube, das wird auch bleiben. Und es wird vielleicht einige andere harmlosere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel eine Grippe, auch dementsprechend minimieren. Aber natürlich, im Endeffekt wollen wir jetzt alle wieder mal ins Beisel gehen, unser Schnitzel beim Wirten essen und Freunde treffen.